Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. In der letzten Folge haben wir Bittenbein das Tank, ich habe jetzt gerade Tank tatsächlich eingedeutscht, Panzer befreit und Leechs Gyrocopter. Und wir haben die Schlinge bekommen. Und mit der Schlinge können wir jetzt an einige Orte, Moment, wir können mit der Schlinge übrigens auch die Stachelschweine da betäuben, wenn ich treffe. Das habe ich zum Beispiel nicht getroffen. Packst du das bitte weg? Danke. Und jetzt können wir ganz easy hier wieder vorbei. Den anderen Weg, den es hier gibt, den können wir noch nicht lang. Ach so, ja, den Aufwärtshaken haben wir übrigens auch freigeschaltet. Den anderen Weg können wir noch nicht lang. Da brauchen wir die Gasmaske für. Da sind giftige Pflanzen. Das bringt uns noch nichts. Moment, ich wollte die Musik wieder ein bisschen lauter machen. Moment. Da kümmere ich mich gleich drum. Ich nehme gerade übrigens die Folge direkt nach der anderen auf. Deswegen, ja, habe ich das noch nicht gemacht. So, 2, 3. Die Soundeffekte habe ich etwas hoch gemacht. Für den Fall der Fälle. Ich denke, dass wir das so lassen können. Hier müssen wir wieder zurück. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ah, nee, wir können auch da drüben lang. Denn mit dem Aufwärtshaken können wir hier hoch und schnappen uns hier die nächste Statue. Das fand ich als Kind so gruselig, weil hier halt Skelette drin liegen. Und ich habe das Spiel 2004 rausgegeben. Ich werde es so 2006 gespielt haben. Da war ich dann gerade 9. Ich fand es als Kind richtig gruselig, dass da Skelette drin lagen. Und ich hatte ja immer voll Angst. Also wirklich, dass mein Vater mich sowas spielen lässt. Und heutzutage spielen die Kinder in dem Alter Fortnite. Brutale Killerspiele, wie man sagen würde. So, hier hoch. Jetzt können wir hier den Rückweg antreten. Da liegt immer noch die tote Schlange rum. Ah! Was? Könnt ihr bitte nicht? Ihr habt mich gerade voll erschreckt. Nein, ah! Das war, was ich machen wollte. Ach, komm. Wisst ihr was? Lasst mich einfach. Ich gehe. Ciao. Ihr habt eh nichts, mit dem ihr schießen könnt. Sind wir wieder beim großen Baum. Wo ein bisschen Wasser stand. Aber wir haben beim letzten Mal, da habe ich ja schon gesagt, da befindet sich dieser eine Kopf. Genau der, auf den jetzt auch die Kamera nochmal fährt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber damit, wenn wir treffen, sehr schön, der zweite Versuch sogar. Das war clean. Können wir das Wasser ablassen? Solange du den Boden siehst, tut Fallen dir nicht weh. Das ist der Weg des Spiels, zu sagen, hüpf einfach darunter. Wird schon nichts passieren, außerdem geht's schneller. Jetzt muss ich nur den Ausgang finden. Das wäre vielleicht eine Idee. Da ist jetzt auch noch ein Schamane drin. An den kommen wir aber noch nicht ran. Auch da brauchen wir die Gasmaske. So, der Altar von Huitaka. Ah ja, ich erinnere mich, wo wir lang müssen. Es kommt gerade wieder in meinem Kopf. You again. Quickclaw at your service. You said you were given the power of speech by a sorcerer, right? As a reward for my years of selfless service to underdogs, undercats, underexplorers, and undertourists. Pretty cool if I do say so myself. Which I can, since I can talk. Maybe he could use his magic to help me find these people I'm searching for. Listen, Harry. Some people call me, Pitfall Harry. Listen, Harry. Some people call me Pitfall Harry. You don't want to meet this guy. Trust me. What's his name? If you're looking for your people, I think I saw one east of here. Help! Can anyone hear me?
Ihr hat nicht mal gelogen. Falls ihr gerade eben übrigens, vermutlich habt ihr nichts bemerkt im Ladebildschirm, falls ihr da einen kleinen Schnitt bemerkt habt, ich hatte gerade wieder diesen Soundbug in der Cutscene. Das ist natürlich äußerst ärgerlich, aber ich krieg das irgendwie so hin, dass ihr davon nichts mitbekommt. Ich muss die... Ja! Es ist... Ja, ja, ich weiß mit der Engine, das ist aber, ich muss ja erst Gegner besiegen spielen, das ist dir durchaus bewusst, oder? Ich habe jetzt nur leider überhaupt keinen Überblick mehr über die Zeit. Das ist jetzt ein bisschen doof, das heißt, es kann sein, dass die Folge jetzt viel zu lang oder viel zu kurz wird. Falls dem so ist, bitte ich das zu verzeihen, natürlich. Aber dafür habt ihr gute Cutscenes. Wenn das nicht, das wert ist, dass ihr vielleicht eine zu kurze oder vielleicht eine zu lange Folge habt, wer weiß. Ja. So, wir können mit der Schlinge auf die Engine schießen und die dreht dann da oben den Propeller. Wie auch immer das funktioniert, Technik, fragt nicht. Muss man studiert haben, damit man das versteht. Jetzt ist die Frage, können wir... Da können wir auch hoch. Wir können einfach von hier aus da hoch. Und dann können wir zum Mund von Inti. Mund von Inti. Was war das noch gleich? Was war das noch gleich? Jetzt muss ich halt leider auch recht oft speichern, ne? Einfach weil ich... Uch, den brauchen wir nicht. Angst vor Soundbugs hab. Doing up there? I'm doing research on the chlorophyll content in tropical foliage. Now get me out of here. Use your sling. Say please. Please get me out of here. Please get me out of here, you gorgeous hunk. Please get me out of here, you gorgeous hunk, so I can kill you. Close enough. Pitfall Harry, doing a little bird watching? Certainly is an interesting bird. Well, if it isn't Jonathan St. Scum. I mean, St. Clair. I always loved your quick tongue. Remind me to cut it out sometime. Tortured any natives lately? Isn't that how you found Inatuk's tomb in Egypt? You may have won that round, Harry. But this time, I play for keeps. Wieder eine Anspielung an einen früheren Teil. Im Deutschen nennt Harry St. Clair übrigens... Ah! Das war ein Volltreffer. St. Clo, was ich tatsächlich noch ein bisschen witziger finde als St. Scum. So, das ist jetzt ein kleiner Bossfight, würde ich sagen, der allerdings... Halt, Hilfe! Im Endeffekt nur daraus besteht, dass wir seine Stützen ein bisschen demolieren. Komm. Wir müssen nur oft genug auf diese Zwischendinger schießen. Auch da, ich erinnere mich, dass ich als Kind da sehr lange für gebraucht habe, obwohl es eigentlich richtig easy ist. Zweimal hat er uns getroffen. Wir können auch, während wir die Schlinge draußen haben, ausweichen. Was das Ganze nochmal wesentlich einfacher macht. Oh, der wird treffen. Oh, der wird treffen. Der tat weh. Aber wir schaffen es rechtzeitig. Okay, sehr gut. Das ging tatsächlich cleaner, als ich befürchtet habe. Wie gesagt, ich habe als Kind da auch relativ lang für gebraucht. Weil ich vermutlich einfach nicht getroffen habe, schätze ich. Ja, halt die Klappe, Nicole. Ja, nee, du bleibst da oben hängen. Das... Nee. Nein! Nicole, sei ruhig. Ich lass dich da oben hängen. Du bleibst da. Ja, nein. Ich habe meine Prinzipien. Ich werde dich... Okay, das Spiel möchte es. Hier ein...
Ach, ich muss... Ach so, das war jetzt ein Versehen. Upsi. Couldn't have you die. How would I get out of the tree? Next time you get stuck, just call my name. I'll be sure not to come. Look, I've read every book there is in this jungle. I know it infinitely better than you do. Just from reading? It's easy. I'll teach you sometime. That's okay. I realize you need to put me down to hide your love. Can you put your delusions on hold? I want to study these ruins. Fine. After you're done, head back to camp. You can follow the gizmo tracks. I'm gonna check out that cave St. Clair escaped through. I could use some light, though. If I give you this, does it mean you'll leave? Leave you? That's a great idea. Das ist mutig. Genau wie eine brennende Fackel in seinen Rucksack zu stecken, obwohl das für mich eher an dumm grenzt. Aber es funktioniert. Und wenn es funktioniert... As soon as I saw St. Clair, I knew that the bad news was only starting. And what was worse, Nicole gave me the cold shoulder. At least with her torch, I'd be able to burn through those spider webs to the west, keep the rescue mission going, and maybe find out what St. Clair was up to. Okay, wundervoll. Wir haben die Fackel bekommen, mit der können wir, wie Harry ja gerade eben schon sagte, uns um die Spinnenweben kümmern, aber auch um das Schwarzpulver hier. Achtung, gleich macht es Boom. Mache Boom! Boom! Und uns um Fledermäuse kümmern, beziehungsweise wie Harry es tut, sie anzünden. Nein. So, das ist jetzt etwas schwieriger. Also nicht Pitfall für den Game Boy Advance schwierig, sondern ein bisschen knifflig. Nicht dieses NES-Niveau. Oh man. Ah, jetzt sind wir wieder beim Altar von Huitaka. Jetzt kommen wir hier raus. Moment, nein, das ist woanders, wo ich dachte, als wir rauskommen. Wo kommen wir raus? Es ist eine Einbahnstraße. Das ist eine Einbahnstraße, wo wir rausgekommen sind. Ich dachte, wir kommen da hinten bei den Spinnenweben raus, weil ich da Spinnenweben gesehen habe. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der richtige Weg? Ein Blick auf die Karte sagt mir, wir brauchen, wenn wir zurück zum Cockpit gehen, zu dem Schrein, da haben wir ja was frei gekauft. Was ist das? Da müssen wir, da würde ich ganz gern hin. Da haben wir ja beim Schaman was gekauft und er sagte, wir brauchen die Fackel, damit wir das bekommen können. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, was es war. Es könnte der Sprint gewesen sein. Aber ich meine, den kriegt man woanders. Ich rush hier einfach mal ein bisschen durch. Da unten können wir ja auch... Would you please... Nein. Stop it. Ach, guck mal, hier wären wir vorher eh nicht zurückgekommen, weil ich ja davor schon überlegt habe, da zurückzugehen. Hier können wir... Geht mir alle aus dem Weg. Ah, das ist riskant. Nein, ich muss von hier oben... Hallo. So, den hier muss ich machen. Richtig. Danke. Das war sehr riskant, einfach rücksichtslos die Affen zu wecken. Ich hatte schon bessere Ideen in meinem Leben. Sagen wir so. Bin gerade am Überlegen, gab es da nicht hier unten... Ach, jetzt werfen die wieder... Warum? Muss das sein? Gab es hier nicht noch irgendwie... Genau hier konnten wir uns noch lang schwingen. Das kam mir gerade wieder in Erinnerung. Da hinten finden wir noch ein Idol. Einen Götzen, wie es, glaube ich, im Deutschen hieß. Aber nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, das ist schon sehr lang her. So würde ich Idol auf jeden Fall übersetzen. Ah! Oh. Armeschen. Ah, so kommen wir auf jeden Fall durch den Treibsand zum Flugzeugcockpit.
was ja mittlerweile auch verlassen ist. Stimmt, der gute Herr Bittenbeiner hat ja auch das Flugzeug verlassen. Was macht denn hier? Ah, Stachelschweine! Das ist gar nicht so cool. Das ist gar nicht so cool. Aber da komme ich rein. Und hier bin ich sicher. Moment, wo kam ich her? Ah, da, richtig. Komme ich da eigentlich auch? Da ist nichts, nein. Harry? Wie komme ich da wieder raus? Sag mir bitte nicht, dass ich da nicht mehr zurückkomme. Das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool tatsächlich. Oder kann ich mich hier... Okay, okay, gut. Glück gehabt. Ich dachte gerade eine Sekunde, wir hätten den kompletten Weg umsonst hinter uns gebracht. Ich kann auch eigentlich einen auf Link machen und mich den ganzen Weg rollen. So, wo brauchen wir jetzt die Fackel? Jetzt sind wir ja am Altar. Wir können zum einen den frei brennen, stimmt. Der gibt uns 5, ne? Danke, danke. Danke, danke, sagt er. Habt ihr es gehört, auch in der englischen Sprachausgabe. Und da müssten wir von diesem Stein mit einem Satz nach oben kommen. Wenn ich denn die Leiter treffe. Oder kommen wir auch ohne den Stein da hoch? Ja, wir kommen auch ohne den Stein da hoch. Ah, der Soundtrack weckt auch so viele Erinnerungen. So, hier muss irgendwo ein Spinnennetz sein. Hier ist ein Spinnennetz. Ist das der richtige Weg? Was ist denn hier? Start um zu beginnen. Join the Explorers Club. 20.000 Punkte. Das ist übrigens Pitfall 1, das da gerade lief. You play Pitfall anytime on the title screen. Hold L&R. Okay, ich würde es trotzdem gern hier nochmal spielen. Kann ich? Ich habe jetzt die Tastenkombination vergessen. Das ist ein verdammt cooles Easter Egg Secret. Das ist übrigens ein Atari, die da steht, mit dem Pitfall-Spiel drin. Oh, wie cool ist das denn? Oh, schade, dass ich aus Versehen aus dem Spiel raus bin. Ah, ich kann das nochmal starten. Sehr geil. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Das wirkt doch sehr abgehackt auf mich. Ich glaube, das funktioniert bei mir gerade nicht so, wie es sollte. Trotz allem sehr cooles Secret. Dass wir das gesehen haben, das war es auf jeden Fall wert. Freunde, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder am Altar von Huitakan. Heißt das Ding so? Huitaka.
am Altar von Huitaka sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da gehe ich jetzt offscreen ein bisschen hin, dass wir den Weg nicht nochmal hier im Let's Play haben. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.